Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin für regionale Musikerinnen und Bands. Wir nehmen euch mit zur 7. Newcomer TV-Nacht, die im November stattgefunden hat, und möchten euch in dieser Sendung gleich 3 Bands aus dem Line-up der Veranstaltung vorstellen. Wir beginnen mit einer Band, die uns alle sprachlos gemacht hat, weil sie A, so unglaublich jung sind. Also weil ich glaube, es war so ziemlich die jüngste Band, die wir hatten bei uns bei Newcomer TV, alle so um 15, 16 Jahre alt. Und gefunden haben sie sich in einem Workshop in der Kulturwerkstatt in Frankfurt und haben sich dort lieben lernen gelernt und haben sich ewige Treue geschworen, machen eine Art, Alternative Rock Sound, fangen gerade erst an, eigene Songs zu machen, sind aber schon so unglaublich energiegeladen und so sympathisch auf der Band. Lange Rede, kurzer Sinn, Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für Dins. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen, weil ihr seid ja im Umfeld von der Kulturwerkstatt Germaniastraße in Frankfurt, habt ihr euch gefunden bei so einer Art Bandworkshop oder wie? Genau, also ich muss sagen, beim ersten Probentreffen war ich ja nicht dabei, aber das war so ein Bandworkshop, der war damals geplant, um so junge Leute zusammen zu einer Band zu finden. Und dann später hat mich meine Gitarrenlehrerin, damals Katrin, kennst du wahrscheinlich, gefragt, ob ich vielleicht in der Band sein möchte. Und ich habe natürlich ja gesagt. Also es war halt das krasseste Erlebnis. Und dann so einen von unseren ersten Songs haben wir dann gespielt und ich habe direkt bemerkt. Also es war so ein richtiger Funken da drin. Looking for something. Some of them want to use it.
hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wirklich eine absolut sympathische Band aus Frankfurt. Dinz habt ihr gehört. Und jetzt geht es gleich weiter, weil wir haben ja gar keine Zeit, ja, mit einer Band, die tanzige Popsongs machen und die einen charismatischen Sänger haben, der wirklich uns alle mitgenommen hat in seine Welt, in seine Musik, in seine Texte. Ein Riesenapplaus von euch für New Wednesday. Sun keeps shining from blue skies. Feels like a gray one in disguise. There's raindrops falling on my mind. Hast du jetzt, nachdem du da so eine Ansammlung von Texten, also von Fragmenten musikalisch und textlich, dann hast du gesagt, okay, weil du hättest ja auch die Möglichkeit, das als Singer-Songwriter irgendwie alleine auf den Straßen der Welt unter die Leute zu bringen, aber du hast gleich gewusst, du brauchst eine Band und dann hast du dich aufgemacht und wie war dieser Prozess? Zum Glück hatten wir unsere Coverband und es war so ein bisschen... Ja, es war, ich habe die Songs mitgebracht, wir haben das erstmal ausprobiert und es hat den anderen auch gefallen und dann musste man natürlich in die Diskussion gehen. Also ich habe auch überlegt, sollte ich jetzt Singer-Songwriter sein oder sollte ich eine Band haben? Und am Ende haben wir uns entschieden, dass wir auch einfach alle gute Freunde sind und das gerne zusammen machen wollen und deswegen eine Band sein wollen. Somewhere there's someone breaking someone's heart right now. Two people start to fall in love on their first day. A mother holds a newborn in her arms. And someone slips, there's the last kiss they'll ever taste. We are 8 billion humans. They call this place home. 8 billion seconds. But since a second. Get out there, let yourself be known, you are not alone. Get out there, let yourself be known, 'cause you are not alone. Couple celebrates their 50 years. Young man gathers all his courage to come out. A brave girl overcomes by cried fear. And
someone else to something somewhere, there's no doubt. We are 8 billion humans, call this place home. And 8 billion stories, they take their turns and unfold. Get out there, let yourself be known, 'cause you are not alone. Get out there, let yourself be known. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das war New Wednesday und man wollte die Band gar nicht wieder gehen lassen. Autogramme mussten sie schreiben und wir waren alle total on fire von ihrer unglaublichen Musik, von ihrer Sensibilität. Und wir gehen aber gleich weiter zu einer Band, die Distance to Here heißen und eine Art fantasievollen Progressive Rock machen und auch aus Frankfurt kommen und uns ebenfalls sehr, sehr, sehr begeistert haben. Das heißt, du bist aber schon der Mann auf dem Kutschbock, der die Band zusammenhält und im Prinzip sowas Ähnliches wie ein Dirigent, oder? Ja, auf jeden Fall. Naja, man muss trotzdem aus dem Rückenmark kommen, man muss die Lieder fühlen, man muss die Dramaturgie kennen und dann lebt man nicht mehr in jetzt kommt Strophe, jetzt kommt Chorus, sondern es ist was anderes, Lebensgefühl. Wenn ihr euch denn im Proberaum trefft, wie komponiert ihr? Also bringt jemand die Sachen schon im Layout mit, also so auf irgendeinen Tonträger und ihr habt euch das vorher schon reingezogen und es geht im Wesentlichen, wenn man zusammenkommt, nur noch ums Arrangement oder wie arbeitet ihr?
Es ist schon anders als zum Beispiel bei der letzten Band, wo ich gespielt habe. Ich habe vorher in einer Stoner-Rock-Band gespielt, da haben wir relativ viel einfach so im Jam zusammen Songs und Songideen entwickelt. Das ist jetzt schon anders. Ich glaube, so Prog-Songs kann man nicht mehr gut jammen oder im Jam entwickeln, sondern bei uns läuft das dann meistens so, dass jemand von uns schon mal eine grobe Songidee mitbringt, das zu Hause vielleicht schon mal eingespielt hat. Irgendwie, wir machen da auch relativ viel mit digitalen Instrumenten. Und dann spielen wir das zusammen einmal durch und ab da entwickelt sich das dann, dass einzelne Menschen dann sagen, wir können hier noch ein Part hinzufügen oder wir kürzen hier was oder so und dann entwickeln wir das zusammen weiter. Aber so der initiale Vorschlag, der kommt immer von einem von uns dann. Einer von euch, das ist
Wahrscheinlich der Felix am Gesang und an der Gitarre, weil ich habe die GEMA-Liste gesehen und da zeichnet er sich eigentlich für alles, also für Arrangement, für Text und so. Text ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Worum geht's in euren Texten? Kannst du das sagen? Ich meine, du bist das jüngste Mitglied, glaube ich, der Band, oder? Der Thomas ist das jüngste Mitglied der Band. Nein, ich meine Bandzugehörigkeit. Ah, okay. Verstehe. Genau, also ich bin schon 5 Jahre dabei jetzt. Das Urgestein. Ja, könnte man fast so sagen. Und also die Texte schreibt ja Felix natürlich, der dann auch am Mikro das Ganze singen soll und singt. Aber Felix sagt das ja selber, er hat das ja auch schon in eurem Radio-Interview gesagt. Das wirkt dann oft autobiografisch, aber es ist halt einfach das, was Felix in dem Moment beschäftigt hat mental. Und daraus entwickelt er dann irgendwas, was mit der Musik und dem Song, den er schreiben will, irgendwie stimmig ist. Eine fantastische Sendung, glaube ich, mit 3 fantastischen Bands. Ihr habt gehört Dins aus Frankfurt, dann New Wednesday und jetzt Distance to Here. Und wirklich Bands, wo es sich lohnt, sie weiter zu verfolgen auf Konzerten, die sie hier in der Region geben und ins Netz zu gehen, um ihnen einfach mal ein paar Zeilen zu schreiben, weil das erfreut das Musikerinnenherz. Ich hoffe, das alles hat euch gefallen, weil wir sind schon am Schluss unserer kleinen Sendung. Das war der Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen an der Kamera. Tschüss, arrivederci und auf Wiedersehen.